herzlich willkommen zum zweiten Video für BBCraft. Wie gesagt, beim letzten Video, ich durfte mir da was aussuchen und heute verwenden wir diese wunderschönen Stanzen. Das ist ein Sechser-Set von Blumen. Da haben wir eine Lilie, eine Rose, Tulpen, ich würde sagen Maiglöckchen, Mohn und ja, Daisies würde ich auf Englisch sagen, also Gänseblümchen. Und das ist genau ein Set. Das hat diese Nummer. Verlinke es euch heute aber auch noch mal unten. Und das kommt so zusammen, ist auch gut verpackt. Und damit werden wir heute mal ein paar Lesezeichen machen. Denn ich habe mir auch bei BBCraft diese ganzen Toddle hier bestellt. Und die möchte ich heute nutzen, um mit euch ja, Lesezeichen zu gestalten. Und zwar im Mixed Media Stil. Ich hatte mal wieder richtig Lust zu matschen. Und wer mein letztes Video gesehen hat, weiß auch, dass mein Mikro, mein altes, kaputt war. Und ich hatte allerdings schon auch abgedreht, wie ich die Hintergründe für das Mixed Media Projekt mache. Ich erzähle euch jetzt einfach mal, wie ich die gemacht habe und was ich dafür verwendet habe. Und im Anschluss spiele ich euch quasi das tonlose Video ein, wo ich die Hintergründe wirklich gemacht habe. Dann könnt ihr den ganzen Prozess nochmal schauen. Das mache ich euch ein bisschen schneller mit ein bisschen Musik dabei. Wer das nicht sehen möchte, dem blende ich dann beim Start von diesem Part quasi ja, eine Zeit ein, wo er dann vorspulen kann, um eben dann weiter zu gucken. Genau. Das werden nachher meine Mittelpunkte auf den Lesezeichen sein. Deswegen müssen wir ein bisschen gucken, wie groß und breit die sind, damit die Lesezeichen eben diese auch fassen. Und von der Größe her ist es so, dass die von der Breite 7 haben, mal haben sie 5, mal haben sie, mal eben schauen, 6 und ja. Viel schmaler wird es, glaube ich, auch nicht. Also so 5 bis 7 Zentimeter. Das heißt, wir werden uns die Lesezeichen nachher, schätze ich mal, so auf 7,5 oder 8 Zentimeter zuschneiden und diese dann drauf platzieren. Oder wenn ich es ein bisschen schmaler mache, ich bin mir noch nicht sicher, nehme ich halt von den ganz breiten Varianten nur Teile und schneide die am Rand ab. Schauen wir gleich mal. Ne? Von der Höhe her sind die alle relativ gleich hoch. Da haben wir hier 10 cm. Also da kann man ganz schöne Lesezeichen mitmachen. Und von daher nutzen wir die heute. Ich zeige euch jetzt erstmal die fertigen Hintergründe, bevor ich euch gleich den Prozess zeige, die ich schon gestaltet habe. Und zwar habe ich mir Aquarell, nee, Mixed Media Papier von Canson, verlinke ich euch auch unten, auf meinen ganzen verschiedenen Unterlagen festgeklebt mit Masking Tape und habe dann gespielt. In diesem Fall habe ich gespielt mit dem Golden Sparkler von Nouveau Shimmer Powder. Der ist da drauf. Dann ist da drauf von Lindys Gang. Die Stamp Gang, der Magical Shaker in Cuckoo Clock Cardinal und ein bisschen ganz normale ja, Aquarellfarbe. Ich habe jetzt hier den kleinen Kasten von Van Gogh. Da habe ich diese benutzt und das dunkle Gelb und bin da dann auch noch mal drüber gegangen. Das war die rote Variante. Dann habe ich gemacht eine grüne Variante auf meinem Schneidbrett. Da habe ich benutzt zum einen das Green Parade von Nouveau Shimmer Powder und von Lindy Stamp Gang den Magical im Töpfchen Frosty Forest Green. Genau. Das waren die und die haben halt all diese Farben in sich. Dann habe ich noch eine lila-pinke Variante gemacht.
Da ist mir in der Mitte ein bisschen viel Wasser drauf gekommen. Also ihr seht, ich habe mit ganz viel Wasser gearbeitet, auf jeden Fall. Da ist drauf das Lilac Waterfall von Nouveau Shimmer Powder. Dann das Meteorite Shower vom Nouveau Shimmer Powder. Und das Cherry Bomb von Nouveau Shimmer Powder. Eine türkise Variante mit den Nouveau Shimmer Powder in Atlantis Burster. Bei den türkisen bin ich auch noch mit meinen Metallic Aquarellfarben vom Action drüber gegangen teilweise. Da habe ich auch nochmal das Blau und das Blau benutzt, so partiell. Ja, wie gesagt, jetzt startet der Prozess und ich blende euch mal beim Bearbeiten dann eine Zeit ein, wo ihr vorspulen könnt, wenn ihr nicht wissen wollt, wie im Detail diese Hintergründe entstanden sind. Thank you.
paar mehr machen möchte, habe ich mich jetzt dafür entschieden, mit dieser Textstanze von Ideen mit Herz zu arbeiten. Und die hat hier das breiteste Maß in 2,5 Inch. Und dafür schneide ich mir jetzt einfach die Stücke einmal zurecht. Und dann können wir da nachher schöne Text draus machen und die nochmal mit ein paar mehr Sachen auch gestalten. Denn wir sind ja heute beim Thema Mixed Media. Jetzt lege ich mir die einfach an und schneide mir die gerade ab, sodass ich eben die Farbe drauf habe. Wer jetzt keine multiplen Lesezeichen machen will, so wie ich, kann sich natürlich auch ja, die schönsten Stellen einfach raussuchen und mit einer Stanze arbeiten oder einfach das Ganze gerade abschneiden, oben die Ecken machen. Da machen wir vielleicht auch noch ein paar von. Aber ich mache es mir jetzt so, dass ich mir 2,5 Inch immer abschneide. Ich habe mir jetzt alle zurechtgeschnitten und jetzt stanze ich mir die alle mit der Stanze einmal aus. Schieb das bis zum Ende rein. Kann auch von unten noch mal gucken, ob das passt. Und ja, so mache ich mir dann jetzt meine Text fertig. So, ihr Lieben, seitdem ich das letzte Teil vom Video aufgenommen habe, ist einige Zeit vergangen. Und zwar habe ich einfach mal mit allen möglichen Materialien gespielt. Dafür ist ja Mixed Media da. Und ja, und auch wenn man so kleine Tags oder Lesezeichen macht, kann man echt einfach mal das ausprobieren, was schon ewig in den Schubladen schlummert. Und ich möchte euch jetzt einfach mal so ein paar meiner liebsten Techniken zeigen, wo ich finde, da sind die schönsten Ergebnisse draus geworden. Und zwar fangen wir an mit dem lilanen, diesem hier. Jetzt ist meine Ausnahme einfach ausgegangen. Ich habe euch in der Zwischenzeit gezeigt, wie ich hier mit der Nuvo Glimmer Paste in Moonstone über diese Stencil rübergegangen bin. Das ist die Fall Foliage Stencil von Echo Park. Ja, und leider wollte mein Handy das nicht mit aufnehmen. Ich weiß nicht warum, aber gut. Jetzt die Stencil abnehmen, gehe ich hier auch noch einmal mit den Fingern an den Rändern entlang, dass sie schön glatt werden. Und ich habe mir auch hier die Ränder geinkt mit Villainous Potion und die Stempel, ich zeige sie euch gleich, wenn ich Finger wieder sauber habe, von BB Craft genutzt, um den Hintergrund noch ein bisschen zu strukturieren. Ich mache mir jetzt natürlich sofort meinen Arbeitsplatz sauber und ich habe hier einen Behälter, eine Auflaufform, um genauer zu sein, mit Wasser stehen. Da packe ich die Stencils rein und dann kann ich die im Nachhinein richtig gut sauber machen. Und das darf jetzt einmal trocknen. So, jetzt kann ich euch die Stempel nochmal zeigen. Die sind auch von BB Craft. Und da im Hintergrund habe ich jetzt auch mit Villainous Potion hier diesen Crackle-Stempel benutzt. Einfach so hier und dort aufgestempelt. Und ja, das darf jetzt erstmal trocknen. Und wenn es getrocknet ist, sieht das Ganze so ungefähr aus. Da habe ich noch eine andere Stencil verwendet. Das ist die von Polka Doodle, glaube ich. Schreibe ich euch unten auch in die Beschreibung rein. Finde ich auch sehr schön mit so Blättern. Und ja, dann können wir die Sache weiter bearbeiten. Und zwar habe ich bei jedem Papier nochmal einen dicken Cardstock vorbereitet in der gleichen Breite und auch gestanzt mit der Etikettstanze und dahinter geklebt mit doppelseitigem Klebeband und Flüssigkleber, dass das so richtig schön aufliegt, damit diese doch etwas gewellerten Aufleger sich gerade ziehen. Und das mache ich mit dem, den ich gerade gemacht habe, auch noch. Und für diesen Part habe ich mir jetzt diese Blume ausgesucht. Und ich habe die ganzen Blümchen auch ausgestanzt aus Papier, was ich mit doppelseitigem Klebeband hinterlegt habe. Da habe ich hier diese breite Rolle und habe mir das einfach auf ein komplettes DIN A6 Blatt von weißem Kartstock von Faltkarten aufgebracht und dann erst gestanzt. Und dann kann man nämlich hier das einfach runterziehen, wenn man den Anfang findet. So, da. Dann so eine Schutzschicht.
So, wenn man Glück hat, kommen die ganzen Innenteile dann noch mit raus. Ansonsten muss man ein bisschen fummeln. Das geht aber in dem Fall jetzt hier ganz flott. Aber das Doofe ist, die bleiben immer an den Finger kleben. Das ist ein bisschen nervig, also so schlecht abkriegt, sehr geschafft. Und dann kann ich das einfach so positionieren, wie es mir gefällt. Ich würde jetzt hier einfach sagen, wir machen es ein bisschen rechtslastig. So. Und dann kann ich mir das richtig schön festdrücken. Am besten auch nochmal mit dem Falzbein drüber gehen, weil durch die Paste natürlich der Hintergrund sehr, ja, strukturiert ist. Und wenn man merkt, an einigen Stellen haftet es noch nicht so richtig, das ist jetzt hier nicht der Fall, dann kann man auch noch mal ein bisschen Flüssigkleber, guten Flüssigkleber, am besten den Tombow dahinter kleben und ja, das Ganze so noch mal fixieren. Dann habe ich mir für diese Karte ein Reststück von diesem doppelseitigen beklebten Papier genommen und habe mir das eingefärbt, auch in Villainous Potion, damit es passt. Und dann habe ich noch Seedless Preserves dazu genommen, weil ich finde, das passt hier auch zu dem Hintergrund ganz gut. Und mir ein Hello ausgestanzt. Das ist auch eine Stanze vom Action irgendwann mal gewesen, die habe ich schon länger. Und das bringe ich mir jetzt hier einfach mit an. Und dadurch, dass das Klebeband da drauf ist, geht es zapp, zapp, einfach so mit auf das Lesezeichen drauf. So, ich klebe es mir auch mit auf die Blume drauf, dass es einigermaßen gerade ist. Und dann drücke ich mir auch das schön fest an. Gehe hier nochmal mit dem Falzbein auch drüber. So. Und weil es mir noch nicht glitzerig, glämmerig genug ist, nehme ich jetzt nochmal mein Glossy Essence und gehe mir über das Hello drüber. Und mit dem der Büroklammer könnt ihr auch so ein bisschen, wenn ihr nicht ganz bis an den Rand gekommen seid, einmal ein bisschen das Ganze verteilen. Das Ganze darf jetzt auch einmal trocknen. So sieht es dann übrigens aus, wenn es dann fertig ist im Endeffekt. Da habe ich auch schon eine Niete angebracht und eine Quaste. Da zeige ich euch auch gleich was. Da habe ich, glaube ich, das Hello nicht mit Glossy Accent gemacht, sondern einfach mit klarem Embossing-Puder. Das heißt, ich habe das Stanzteil einfach auf mein Versamark-Stempelkissen aufgelegt und ja, benetzt damit und dann klares Embossing-Pulver drüber gemacht. Aber hier seht ihr auch im Hintergrund, so sieht dann die Paste aus. Wenn sie getrocknet ist, sie glitzert ganz toll und ist so ein bisschen milchig im Hintergrund. Und ja, das andere zeige ich euch natürlich auch noch im Anschluss, wenn wir mit allem fertig sind. Da zeige ich euch auch noch mal meine ganzen anderen Beispiele, die ich ja, gewerkelt habe. So, machen wir weiter mit dem Roten, weil das muss auch noch einen Moment trocknen. Da habe ich nämlich mit der Luna Paste gearbeitet. Und mit dem Bandor. Da ist das gute Stück. Und ich nehme dafür die Rose in dem Fall. Ich werde mir das Ganze auch noch ein bisschen kürzen. Und auch da gehe ich mir jetzt mit dem Bandor entlang. Da inke ich mir einmal die Seiten. Das habe ich bei dem Lilan übrigens auch dann gemacht, aber das hat ja die Kamera nicht mit aufgenommen. Oh, da war ein bisschen zu viel am Anfang. Macht nichts. Einfach ein bisschen kaschieren. Dann kriegt das immer so eine schöne Tiefe, finde ich. Deswegen mache ich das gerne. Da ich nachher die Seiten hier unten auch noch einmal mit dem Eckenabrunder bearbeite, gehe ich mir da ein bisschen mehr in die Mitte rein. Wer mag, kann das Ganze natürlich jetzt an der Seite auch noch ein bisschen
crinklen oder distressen, das heißt so ein bisschen aufrauen. Das mache ich jetzt allerdings nicht, weil soll ja für ein Lesezeichen sein und ich versuche halt möglichst wenig zu machen, wo das dann am Ende stecken bleiben könnte, sage ich jetzt mal. So, und da nehme ich mir noch ein ganz dunkles Rot. Ihr könntet dafür auch zum Beispiel Schwarz nehmen oder ein Braun. Ich habe jetzt hier das Aged Mahogany, so ein ganz dunkles Burgunderrot. Und dann nehme ich mir eine Stencil dazu. Damit will ich nachher auch die, oder dadurch will ich die Luna Paste nachher auch machen. Aber ich möchte mir noch so ein bisschen, ja, im Hintergrund was gestalten. So. Und das Ganze nachher so ein bisschen shiften, dass man quasi noch so einen Schatteneffekt hat. Deswegen nehme ich mir jetzt das Aged Mahogany und gehe hier über diese Stencil einfach drüber. Die habe ich mir, glaube ich, irgendwann mal vor Ewigkeiten beim AliExpress bestellt. Ist aber auch schon echt ewig her. Aber schaut einfach, was ihr da habt. Ich zeige euch das Beispiel nochmal. Da habe ich zum Beispiel eine vom Action verwendet. Das ist ein ganz anderes Design. Obwohl man quasi die gleichen Medien benutzt. So, da haben wir das schon mal. Das sieht auch schon cool aus, finde ich. Ne? Das könnte man auch so lassen. Aber ich möchte gerne den Gold-Effekt haben. Dann mache ich mir die Stencil einmal ein bisschen sauber. Distress-Oxide gehen ja relativ gut weg. Und dann lege ich mir die Stencil einmal neu an. Oh, entschuldigt. Und verschiebe die so ein bisschen nach und nach rechts unten quasi. Nicht ganz so viel. So, dann hat man so ein bisschen gleich einen Schatteneffekt. Also ihr seht hier jetzt noch die dunkelroten Markierungen durch die Stencil. Auch die fixiere ich mir wieder. Und ich könnte natürlich jetzt die Luna Paste auftragen mit dem Spachtel. Die trocknet auch echt super schnell, muss ich sagen. Aber damit es jetzt fürs Video noch ein bisschen schneller geht, zeige ich euch noch eine andere Technik. Und zwar nehme ich mir hier so ein Schwämmchen. Nehme mir ein bisschen von der Paste. Könnt ihr auch ein bisschen im Deckel abtupfen, so dass ich quasi an der ganzen Schwämmchen ein bisschen Paste habe. Und dann gehe ich mir damit einfach nochmal über die Stencil drüber. Und das trocknet wirklich in 0,nix. Von daher, wenn ihr es eilig habt, auch eine gar nicht so schlechte Technik, um Pasten aufzutragen. Weil es ist halt eine ganz dünne Schicht dann nur. Ein paar vergoldete Finger, ein bisschen sauber machen, weiter sieht es jetzt so aus. Also ihr habt da die Luna Paste drauf und seht halt im Hintergrund noch ein bisschen von dem Dunklen. Und die ist auch schon fast trocken. Ich lege es jetzt noch mal kurz zum Trocknen hin und dann sehen wir uns gleich wieder. So, meine Finger waren mir noch nicht golden genug. Deswegen werden wir auch die Blume, die da nachher drauf kommt, ein bisschen einfärben. Beim Beispiel habe ich die einfach weiß gelassen und dann bin ich mit der Paste drüber gegangen. Das zeige ich euch natürlich gleich auch noch. Dieses Mal möchte ich gerne das Ganze in diesem dunkelroten Ton einfärben. Wenn ihr es noch nicht ausgestanzt habt, macht das am besten vorm Ausstanzen, weil hier muss ich jetzt echt aufpassen, dass mir das Stanzteil nicht verknickt, wenn ich darüber gehe. Deswegen wische ich auch nicht so wirklich, sondern tupfe das Ganze eher auf. Jetzt auch machbar, aber vorm Ausstanzen ist einfach schöner. So. Das könnte man dann auch in dem helleren Rot machen.
ganz, wie es euch gefällt. Und dann nehme ich mir wieder nochmal die Luna Paste. Ich habe ja hier noch ein bisschen Rest im Deckel. Dann dippe ich einfach meinen Finger rein und gehe so ein bisschen über die ganze Blume so ein bisschen drüber, tupfe hier und da ein bisschen von der Paste auf. Und ich finde, das gibt so einen richtig edlen Look. Wenn ich es jetzt für eine Karte machen würde, würde ich hier auch mehrere Layer nehmen, vielleicht auch von dickem Cardstock oder dickerem Cardstock. Für ein Lesezeichen lasse ich das jetzt mal, weil, wie gesagt, da möchte ich so wenig, so dünn wie möglich arbeiten. Aber schaut mal, wenn ihr das einfach mal so darüber macht, was das für einen coolen Effekt hat. Richtig schön. Nach kurzer Trocknungszeit ist hier jetzt auch die Luna Paste schon getrocknet. Ich möchte noch ein bisschen Textur in den Hintergrund bringen. Dafür nehme ich mir dieses Mal diesen Stempel her. Möchte aber nicht ganz so dunkel werden, deswegen nehme ich da das Barn d'Or und nicht das Aged Mahogany. Ich habe mir hier einfach alle Stempel einmal aufgezogen, weil die brauche ich jetzt öfters. Und kann dann sagen, so, ich gehe überall noch mal drüber, wo ich noch ein bisschen Textur haben möchte. Also ihr könnt sowohl vorm Pasten bearbeiten, wie auch nach dem Pasten bearbeiten drüber machen. Von der Paste geht es auch ganz gut wieder ab, wer das nicht mag. Gehe ich jetzt auch einfach drüber. Da seht ihr auch, die Paste ist schon richtig, richtig trocken. Also das geht ganz, ganz flott mit dieser ganz dünnen Lage. Da bringe ich jetzt mein Röschen auf. Auch da kann ich einfach wieder wie bei einem Sticker die Schutzfolie abziehen. Positioniere mir das. So gefällt es mir. Dann drücke ich es fest, gehe auch noch mit einem Falz rein drüber, richtig Haftung kriegt. Und den Überstand hier schneide ich mir jetzt ab. So. Und dann zeige ich euch, wie ich die Mattung draufbringe. Und diese Mattung habe ich auch aus diesen Blöcken mit den Riesenpapieren, weil die halt, ich zeige es euch nochmal, im Action habe ich ja letztens schon mal mitgearbeitet, für das Lego-Ding, das Colored Cardboard, weil das sind 300 Grammatur Cardboards, hat jetzt nicht so viele tolle Farben, aber so als zum Hinterkleben, finde ich, reicht es völlig aus. Und da bringe ich mir jetzt einfach auf der Rückseite doppelseitiges Klebeband an. Nehmt da ruhig starkes. Das ist hier das von Kreativ Bunt zum Beispiel. Und bringe mir das einmal quer drüber an. Und dann bringe ich mir da, wo ich mit Klebeband nicht so gut arbeiten kann, also hier oben zum Beispiel, einfach noch ein bisschen großflächig Kleber drauf. Das müsste nicht viel sein, aber halt großflächig. Auch hier, wo kein Klebeband ist, im unteren Bereich kommt nochmal Flüssigkleber hin, damit ihr eben das Gewellerte echt gut rauskriegt. So. Und das klebe ich jetzt so auf, dass ich erstmal mir hier oben das anlege, was da passt, das mir dann festdrücke. Und wenn so wie hier jetzt noch so eine Kante übersteht und hier auch, ich habe es anscheinend ein bisschen schräg aufgeklebt oder schräg geschnitten, kann ich einfach hingehen und mir das in meinem Hebelschneider einmal kürzen. So, und dann kommt so aus dem Hebelschneider wieder raus, so dass ihr dann wirklich überall schöne gerade Kanten habt und ja, nichts überstehen habt. Ich nehme mir dann gerne noch den Eckenabrunder von Action, ist das der, der mit bei dem Falzbrett dabei ist oder bei dem Envelope-Falzbrett, wie auch immer, und punche mir da noch die Ecken ab. Und der geht auch super wirklich durch diese zwei Lagen Papier, gar kein Problem. Da könnt ihr natürlich einen Spruch drauf machen, wie ihr lustig seid. Aber so lasse ich es jetzt erst und dann zeige ich euch nochmal mein Beispiel dazu. Das sieht jetzt letztendlich so aus.
habe ich die Tulpe gewählt und weiß gelassen und das Ganze mit Gold beschmiert. Das passt noch besser auch zu den Etiketten, finde ich. So sieht das dann aus, wenn man die in Gold ausstanzt oder ja, bestempelt mit dem Etikettiergerät. Und hier habe ich das auch gemacht und da habe ich dann eine dünne Lage aufgetragen mit dem Spachtel statt mit dem Finger, mit dem Schwämmchen. Dann sieht das so aus. Ja, ne? Kommen wir zum Blauen. Da habe ich die Text mit den Peacock Feathers von Distress Oxiden einmal eingeinkt. Fertig. Auch hier mache ich mir noch ein bisschen Textur mit den Stempeln rein. Dann nehme ich jetzt dieses mit den Wegsteinen sozusagen. Hier auch nur partiell ins Stempelkissen und stempel mir das einfach an einigen Stellen ein bisschen ab. Ihr seht wieder, ne, ich arbeite gerne wieder schräg runter. So, das war's auch schon mit dem Stempeln. Und dann habe ich mir für diese Variante, ne, Mixed Media, alles mal ausprobieren, was man so am Schreibtisch und im Schreibtisch hat. Da habe ich mir jetzt Spray genommen. Und zwar das Inkspray in Lagunenblau von Falkkarten. Ihr könnt natürlich die Ränder auch mit Lagunenblau inken. Bin ich jetzt gleich drauf gekommen. Ich war irgendwie so bei den Distress Oxiden, hätte ich auch machen können. Und am besten legt ihr euch das in den Karton dafür. Das kann ich jetzt im Video so schlecht machen. Deswegen nehme ich jetzt hier meinen Schmierzettel, den ich auch immer zum Embossen nehme. Und versuche möglichst wenig dreckig zu machen. Und ich möchte hier diese, nehmen wir mal diese Ecke einsprühen. So. Auch beim Sprühen, ne, muss man so ein bisschen der Farbe ihren Lauf lassen. Das reicht mir aber so. Das föhne ich jetzt mal einmal trocken. So, und diese Inksprays von Faltkarten sind ja auf Wasserbasis. Und damit kann man auch so schöne Effekte erzielen wie mit den Distress Oxiden. Sprich, ich träufle da jetzt nochmal Wasser drauf. Guck mal, wie ich das abnehme. Dafür nehme ich mir einfach hier aus der Flasche das Teil und spritze ein bisschen drüber. Und dann gucke ich mal, inwiefern das dann reagiert. Und nehme mir ein Ziva, nehme das Wasser ab. Und ja, da hat man dann noch ein bisschen hellere Flecken. Das Ganze mache ich jetzt einfach nochmal. Diesmal sprühe ich es mir in der Hand. Dann kann ich nämlich auch ein paar kleinere Splatter machen. Nehme es mal ein bisschen schneller ab. Die auch noch mal Variation. So. Das reicht mir an Blättern. Und jetzt möchte ich auch noch mal mit dem Stencil arbeiten. Da nehme ich jetzt einen von Action. So ein Blätterstempel-Stencil, der war mal in dieser Kollektion. Vielleicht habt ihr den ja auch, ansonsten nehmt, was ihr habt. Und jetzt gehe ich mir mit meinem Memento Lux, mit dem weißen Stempelkissen da einmal drüber und nehme mir dafür mein Bürstchen für weiße Farbe und gehe dann hier, so wie es mir gefällt, einmal drüber. So, gucken wir mal einmal. Jo, passt, gefällt mir gut. Soll nur so ganz dezent das Weiße nochmal unterstreichen. Und wir machen einfach mit der getrockneten Variante weiter. Da habe ich nur hier unten ein bisschen Spray aufgebracht und auch hinten drauf schon den Layer gemacht. Und da klebe ich jetzt ein Röschen drauf. So, und da bringe ich jetzt einfach auch einen Spruch auf, den ich mir
mit meinem Omega vorbereitet habe. Keep calm and read. Und ihr habt hier immer so eine Abreißlasche, damit ihr die Schutzfolie besser abkriegen könnt. Ich würde euch immer noch empfehlen, gerade wenn ihr auf so unebenem Grund arbeitet, da noch ein bisschen Flüssigkleber einfach hinterzumachen, dann hält das Ganze auch besser. Einmal schön festdrücken. Hier noch die Überstände abschneiden. Und dann ist auch die Variante fertig. Da habe ich. Schön. Das schimmert alles so schön im Hintergrund, wegen den Nuvo-Schimmerpowdern. Ich lieb's. So, die Variante ist jetzt auch getrocknet und da wollte ich euch einfach nochmal den Etikettenschreiber in Action zeigen. Ich habe es auch schon gemattet, wie vorhin auch. Und ja, jetzt ist noch das Goldene drin. Das ziehe ich jetzt einfach raus. Und lege das Schwarze wieder ein. Dafür packt man das hier so rein. Und schiebt quasi diesen Teil hier oben rein. Hält das so ein bisschen fest und geht hier auf das Leerzeichen und drückt. Dann merkt man auch schon am Finger. Ja, jetzt zieht es ein. Habe ich Kleber an den Finger. Natürlich ein bisschen suboptimal. Dann klappt man das zu und dann kann man, wenn man sicher gehen will, dass es drin ist, auch noch ein paar Mal das, da war noch ein Stückchen drin. Das Leerzeichen drücken und dann kommt es oben raus. Und ich schreibe jetzt einfach mal Booklover. Dafür drehe ich hier dann immer und drücke dann unten. Dann kommt ein Leerzeichen, weil ich das in eine neue Reihe haben will. Und ja. Dann kommt noch Lover. Ich kann es auch in beide Richtungen drehen, sodass ich möglichst schnell bin. Ich mache mir am Ende meistens gerne noch so ein Leerzeichen und dann kann man hier mit der Schere abschneiden. So. Ziehe ich mir die Schutzfolie ab. Und halte das in der Mitte auseinander und hier auch noch ein Stückchen ab. Ungefähr gleichen Abstände hat. Dann kann ich mir das einfach hier nochmal so mit draufkleben. Vielleicht hält es ja jetzt auch so, ansonsten mache ich da gleich noch ein bisschen Kleber mit drauf. Ja, hält so. Ja, und dann sind die blauen Varianten auch schon fertig. Last but not least möchte ich euch noch eine Variante mit dem Stempeln zeigen. Dafür nehmen wir uns das Grüne her. Und ich habe mir jetzt rausgesucht, also da mache ich natürlich auch erstmal den Hintergrund. Und habe mir dafür jetzt Mode Lawn rausgesucht. Ich habe hier immer so Klettpunkte drunter. Und da habe ich dann meine ganzen Schwämmchen dran. So, dann nehme ich mir meine Stempelhilfe dazu. Lege mir das hier ein. Und dann habe ich mir hier diese großen Lettering Quotes, heißt mir, glaube ich, von Viva Decor rausgesucht und nehme mir da das Take Time to What Makes You Happy. Weil ich finde, das passt ja zum Lesen auch ganz gut. Braucht man Zeit für und es macht einen meistens glücklich. Versuche mir das möglichst gerade hier aufzustempeln.
Da nehme ich jetzt aber einfach schwarz, damit man es auch nachher gut sieht. Das Wörser fein. Gehe da auch ein paar Mal öfters drüber, weil ich möchte das Ganze gleich auch embossen. Und da hier durch das Schimmerpowder, auch ein paar Stellen sind, die so ein bisschen heller erscheinen, würde ich jetzt mal statt durchsichtiges Embossingpulver mal mein schwarzes nehmen, was wirklich sehr selten zum Einsatz kommt. Aber ich hoffe, dass man dann diese Stellen einfach nicht mehr so sieht. Da müsst ihr natürlich extrem aufpassen, dass euch drumherum nichts kleben bleibt. Bei durchsichtigem ist das nicht so schlimm, aber bei schwarzem finde ich das schon ärgerlich. So, ich habe das Ganze jetzt nochmal ein bisschen mit meinem Pinsel bearbeitet. Und hoffe, dass wir nicht so viele schwarze Stippen drumherum haben, weil es ist natürlich auch ein ziemlich rauer Hintergrund, den man da hat. Und da haftet natürlich das Embossingpulver liebend gerne. So, das föhne ich jetzt mal einmal. Ist da schon mal embossed. Und jetzt habe ich mir diese Maiglöckchen rausgesucht aus dem Stanzenset. Und die habe ich einfach mit einem Fingerschwämmchen mit Mode Lawn und Twisted Citron eingefärbt, weil ich finde, das passt ganz gut zum Hintergrund. Und die klebe ich mir jetzt einfach so ein bisschen, ja, kreuz und quer auf. Nehme mir vielleicht auch eine Schere und kürze das ein oder andere weg. Die Überstände schneide ich mir dann einfach ab. So sieht es jetzt aus. Mattung ist drunter. Und jetzt nehme ich noch ein paar Novo Drops in Schwarz und bringe die da auch an. So, für die letzten zwei Steps habe ich jetzt mal meine Glasplatte zur Seite gelegt, denn gleich werden wir ein bisschen hämmern und das ist auf Glas natürlich verständlicherweise irgendwie schlecht. Ich habe hier so ein Ösenset. Da sind zum einen ganz viele verschiedene Farben an Ösen drin und auch ein Werkzeug, wo man Löcher mitmachen kann und ein Werkzeug, wo man nachher die Ösen mit einschlagen kann und so Hinterlegscheibchen. Wir werden jetzt mal einen Anhänger zusammen machen. Die Lochung von der Stanze, mit der ich auch hier das Etikett geschnitten habe, passt genau auch für die Ösen. Das ist total praktisch. Und ich habe hier von BB Craft diese Quasten mir bestellt. Die habe ich schon länger gesucht und da endlich gefunden. Und wir werden jetzt in dem Fall so eine gelb-goldene nehmen und einen roten oder einen orangen hier raus. Ich glaube, einen orangen. Dann stelle ich mir das von der Unterlage, wo ich hämmer, dann auch zur Seite und fädel mir das auf diesen Block auf. Erst die Öse, dann das, was ich ösen möchte. Da kommt die Öse auch hier durchs Loch. Seht ihr das? Da so. Da steht sie schon raus. Dann kommt das Unterlegscheibchen da drauf. Dann kann ich hier dieses Teil einfach aufsetzen und einmal hämmern. Jetzt wird es einmal laut. Und schon habe ich die Öse gesetzt. Sie sitzt bombenfest. Und ja, das ist das, wie ich halt öse. Und jetzt brauche ich nur noch meine Quaste. Hier nochmal durchstecken. Von vorne und dann stecke ich die Quaste einmal durch diese Schlaufe und schon habe ich sie fest. Wenn mir das hier zu lang wäre, könnte ich es nochmal wiederholen und dann habe ich mein Lesezeichen fertig. So, jetzt zeige ich euch nochmal alle Lesezeichen, die entstanden sind. Als erstes die, die noch ein bisschen trocknen müssen, da kommen die gleich wieder zurück zum Trocknen. Das hatten wir zusammen gemacht. Einmal mit dem Glitzerhintergrund und dem Blümchen im Vordergrund. Finde ich sehr, sehr cool mit dem Hello. Und auch das Gestempelte in Grün hatten wir gerade zusammen gemacht. Da müssen auch die Nuvo Drops noch ein bisschen trocknen. Und seht ihr, wie das alles schimmert im Hintergrund? Ach, ich liebe dieses Nuvo Schimmerzeug. Und ich mag auch sehr gerne
die Quasten leiden und auch die Blümchen, die kann man echt für ganz viele Anlässe nehmen, entweder als ja, ruhigen Mittelpunkt auf so einem ja, Mixed-Media-Lesezeichen, was ja sehr wild ist, oder aber auch zum Beispiel für Trauerkarten oder ja, also ich kann BBCraft nur empfehlen, da gibt es ganz viele tolle Sachen. Jetzt gehen wir einfach mal die einzelnen Sachen durch. So, dann die Varianten, die nicht mehr trocken müssen. Ich habe sie so ein bisschen nach Farbe sortiert. Bei den blauen habe ich meistens, oder türkisen, auch eine türkise Quaste genommen. Entweder blau, weiß oder schwarz als Öse. Hier habe ich im Hintergrund mit Crackle Paste gearbeitet. Genau, jetzt sieht man es. Die ja, platzt so ein bisschen auf beim Trocknen. Und dann habe ich im Anschluss noch ein bisschen mit von Weitem mit dem Inkspray von Faltkarten drüber gesprüht. Und ja, das verlief dann auch so ganz schön in dieser Crackle Paste. Und man hat halt noch so Stupsfall im Hintergrund. Und wie ihr seht, habe ich auch hier mit Glossy Athens gearbeitet und habe die Blumen von innen dann noch ein bisschen lackiert. Dann bei dieser habe ich im Hintergrund, die haben wir zusammen gemacht, mit dem Spray gearbeitet und mit weißem Stenciling, mit weißer Stempelfarbe. Hier genauso. Auch hier habe ich mit der Crackle Paste und dem Sprüher gearbeitet und die Tulpe gewählt. Und da ist zum Beispiel eine weiße Öse. Und hier habe ich mit der normalen Paste von Ranger gearbeitet. Wie heißt sie nochmal? Moment. Texture Paste in Opaque Matte. Die habe ich einfach in weiß, so wie sie ist, aufgetragen durch ein Stencil. Hier seht ihr im Hintergrund auch nochmal einen anderen Hintergrundstempel mit so ja, Schrift. Der ist aber schon so alt, den gibt es glaube ich nicht mehr. Den habe ich mir mal irgendwann von Studio Light gekauft und fand den auch für Lesezeichen ganz passend. Das waren die blauen. Bei den lilanen haben wir hier auch noch eine Variante mit der Glitter Paste. Hier habe ich auch die Blümchen eingefärbt, wie bei unserem Beispiel im Video. Auch mit dem Schriftstempel. Das sind jetzt die Maiglöckchen und das hier sind die Gänseblümchen. Also ein bisschen unterschiedliches Design. Ja, hier habe ich mit einem Stempel von Viva Decor auch gearbeitet. Habe einfach nochmal aufgestempelt und auch die Blüten nochmal mit Glossy Essence versehen. Hier habe ich auch mit dem Hello gearbeitet, den habe ich euch vorhin schon mal gezeigt. Und hier habe ich im Hintergrund mit diesen Stenciln, mit diesen Buchstabenstenciln vom Action gearbeitet. Kann ich sie euch zeigen? Ja, die habe ich doch, die habe ich hier noch liegen. Mit diesen hier endlich mal. Die sind ja selbstklebend und man kann damit super Wörter dann quasi nach und nach legen. Also ich habe jeden Buchstaben einzeln gestencelt mit dem Villainous Potion auch. Und ja, auch hier habe ich die Blumen mit Glossy Essence nochmal versehen. Das war die lila Variante. Dann bei den roten haben wir ja diese zusammen gemacht. Die dritte rote wollte nicht nochmal ins Video, die ist irgendwie verschütt, aber die habe ich euch ja vorhin auch gezeigt, hatten wir ja auch so einen ähnlichen Schatten gemacht im Hintergrund, nur mit einer anderen Stencil. Und hier eben die, die wir zusammen gemacht haben. Dann habe ich noch eine gemacht mit Embossing im Hintergrund, da habe ich auch den Hintergrundstempel von BBCraft genommen und das Ganze in Gold embossed. Und auch die Blume in Gold embossed, also komplett reingedrückt in Versamark und dann komplett einmal mit goldenem Embossingpulver bearbeitet. Und hier einfach auch zwei ja, Kleckse quasi von der Crackle Paste aufgetragen. Dann haben wir noch die grünen. Hier habe ich es relativ schlicht gehalten, ohne Blümchen. Mal so eine Männervariante. Da bin ich auch mit dem Stencil hingegangen und das ist die
Paper Glaze von Picket Fan Studios in so einem Grün. Das habe ich auch bei der nächsten Karte verwendet, mit der gleichen Stencil. Und da habe ich auch jeweils im Hintergrund noch die Hintergrundstempel genommen. Hier habe ich zum Beispiel die Blumeninnere drin gelassen. Und das Ganze hat auch noch ein paar Spritzer in Grün abgekriegt. Ja, genau. Hier habe ich auch mit einem Buchstabenstempel gearbeitet von Kalein Design. Das ist dieser kleine hier. Da habe ich dann Booklover geschrieben, weil irgendwie hatte ich keine Bücherstempel. Ich weiß auch nicht. Die fehlen noch in meiner Kollektion. Bei diesem habe ich auch mit dem Texture Paste von Ranger gearbeitet und das Mandala aufgestempelt, was ihr auch bei der roten Variante im Video gesehen habt, und auch mit dem goldenen und dem Etikettiergerät gearbeitet. Und hier habe ich auch im Hintergrund, vielleicht seht ihr das, im Gucken. Das sieht man jetzt im Video nicht so gut. Auf jeden Fall habe ich dadurch die Stencil mit Versamark gearbeitet, habe das klar embossed. Also ihr habt im Hintergrund hier quasi die Stencil abgebildet. Na, so gut sieht man es im Video nicht, aber ein bisschen könnt ihr es erahnen. Genau, das habt ihr dann einfach so den Hintergrund versiegelt. Da habe ich vorher auch mit dem Schriftstempel gearbeitet. Dann habe ich die Blume auch ein bisschen ja mit Versamark angetunkt, aber nur an ein paar Stellen, und habe da goldenes Embossing-Pulver drauf gemacht und noch ein paar goldene Nouveau Drops. So, die zu trocknenden legen wir mal oben auf. Und das sind jetzt alle meine Lesezeichen. Und ich hatte total Spaß, wirklich alle möglichen Sachen auszuprobieren, endlich auch mal wieder meine Pasten rauszuholen und so. Hier hat sie sich versteckt. Da ist doch noch der dritte rote. Den können wir noch mit dazulegen. So, also wie ihr seht, 6 Blumenstanzen, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, die einzusetzen, einzufärben, mit Embossing zu versehen, mit Pasten zu arbeiten, alles Mögliche mit Farben. Ja, und ich mag sie sehr gerne. Ich wünsche euch jetzt noch einen ganz tollen kreativen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr schaut, und sage Tschüssi, bis zum nächsten Mal.